Als Zuschauer, ich habe keine Ahnung, wie viel du oder du jetzt, wie gesagt, von dir drinsteckt. Ich sehe nur dich als Schauspielerin in deinem Charakter. Hör zu, er hat seine Augen wieder aufgemacht. Es geht ihm jetzt wieder einigermaßen gut. Oh mein Gott! Was ist passiert? Er hat mich gefragt. Sein Körper. Ja, ich weiß, dein Körper. Ja, naja, aber Hauptsache, du hast das Shooting. Ich und Patrick ziehen zusammen. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, wir sind erst 2 Monate zusammen, okay. Also, irgendwer würde sagen, es ist übertrieben, aber das ist... Ich liebe ihn einfach so. Was wichtig ist, heute zum Beispiel bei den Missen, dass sie ein bisschen so ein Gefühl bekommen für Schauspiel und für die Arbeit selbst, dass man nicht sehr weit von sich selbst suchen muss, nach Emotionen zu fischen oder nach Impulsen, weil es ist alles da, was wir in unserem Herzen, im Kopf oder in unserem Instrumenten haben. Kein Problem. Die Bank will uns einfach nur Kredit geben, gar nichts. Schatz, beruhig dich, das kriegen wir schon wieder hin. Aber ich muss zuerst mein Haus bauen oder mein Haus kaufen. Es kommt nichts. Nein, ich liebe dich und aber es ist vom Gefühl her... Es passt absolut nicht mehr. Wenn du jetzt als Miss deinen großen Tag hast, das grande Finale, und du betrittst die Bühne, dann musst du für dich die Entscheidung treffen, ich präsentiere mich jetzt, ich bin mutig und ich habe die Zeit meines Lebens und habe einfach Spaß dabei. Und dafür sind die Improvisationsübungen super und genau das wollten wir den Mädels heute ermöglichen. I don't want this anymore. I didn't even want to end up like a rat. So we should go together. Yeah. Take it down. We should go together. Rechter Fuß, 1, 2, Rückplatz, 1, 2, Rückplatz. Ich denke mal, wenn sie auf ein Event kommt und auch aufgefordert wird, ist schon wichtig, dass du ein bisschen sagst, du kannst mithalten und nicht nur da stehen und ein bisschen wackeln, sondern sich zu bewegen, anmutig oder lustig, gehört schon dazu. Entscheidend ist, dass das Brot eines Linksstädteins ist. Gell? Einmal quer durch den Etikette-Gemüsegarten, sprich vom richtigen Grüßen und Begrüßen, von der gewissen Körperhaltung bis hin eben zum Galadiner, wo man einfach schauen, okay, gut, die Tipps und Tricks zu geben, damit sich dann keiner mehr, oh Gott, überfordert fühlt. Besteck, 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 Gläser, wie fange ich an, wer darf anfangen, muss ich jetzt in die Augen schauen, wann darf ich aufstehen? Das würde ich jetzt so nicht machen. Ich stehe nämlich hier als Miss Niederösterreich oder Vize-Miss Niederösterreich und ich möchte Miss Austria werden. Mhm. Ich möchte nicht Bundeskanzler werden. Okay. Aus meiner Sicht gibt es 2 ganz wichtige Dinge. Das erste ist eine gewisse Grundfreundlichkeit an den Tag legen und das zweite, man sollte Blickkontakt halten zu dem, der gerade mit einem spricht. Klingt banal, ist es aber nicht. Dieses Seminar behandelt nichts von euren Fittings. Ich habe keine Ernährungstipps für euch, das sieht man. Ich weiß auch nicht, wie man sportlich ist, damit habe ich auch nichts zu tun. Aber ich kenne mich wahnsinnig gut mit diesen Handys aus. Deswegen habe ich euch gebeten, die kurz wegzulegen, weil ich weiß, wenn man sie in der Hand hält, dann verwendet man sie auch. Fehler machen kann man immer, die können auch immer passieren. Das ist aber für uns auch in unserem Seminar und hier im Missencamp gar nicht so wichtig. Was uns wichtig ist, ist, dass sich die Mädchen so präsentieren, wie es ihnen Freude macht. Also, dass es wirklich authentisch ist, dass es positiv ist und dass sie auch Spaß damit haben. Weil je mehr Spaß sie damit haben, desto mehr machen sie es. Und je mehr die Leute zu Hause davon mitbekommen, was die Mädels tun, desto mehr wird natürlich dann am Ende auch rausschauen.